Einen wunderschönen Nachmittag, meine Damen und Herren. Willkommen zur mittlerweile 10. Runde von VBV im Diskurs. Was bedeutet Umweltschutz heute überhaupt? Wovon reden wir da? Was sind die großen Baustellen? Was gibt es an Themen, an Entwicklungen? Und ganz wichtig, was sind die Probleme dahinter? Und damit verbunden natürlich die Frage auch der Akteure. Also wer ist wofür verantwortlich? Was passiert auf EU-Ebene? Was passiert in Österreich? Oder auch nicht? Es gibt ja viele Stimmen, die sagen, Österreich ist Vorreiter in Sachen Umweltschutz oder war einmal Vorreiter. Stimmt das überhaupt? Und wenn nicht, wie kommen wir dorthin? Was ist die Rolle dabei der Unternehmen? Ganz zentral, wir haben ja auch viele im Publikum, die in Unternehmen arbeiten. Und was ist die Aufgabe der Politik? Verehrtes Publikum, liebe Mitdiskutanten, ich freue mich wirklich sehr, Sie in meinem Namen, aber vor allem auch im Namen unserer VBV begrüßen zu dürfen. Wann, wenn nicht jetzt, in einer solchen Krise schafft man es, einen Bewusstseinswandel, eine Transformation auch der Wirtschaft herbeizuführen. Und wir sind deswegen sehr früh, vergangenes Jahr im Mai, dazu übergegangen und haben diese Veranstaltungsreihen ins Leben gerufen, weil wir glauben, dass auch Unternehmen eine Verantwortung haben, mit in die Gesellschaft auszustrahlen. Und darum würde ich gern mit dem Punkt beginnen, nämlich diese Grundsatzfrage, die ich auch allen gleich stelle, vor dem Hintergrund auch von Corona. Woran krankt es? Wo sehen Sie hier die größten Baustellen? Und ich würde gerne mit unserem Wissenschaftler in der Runde beginnen, Herr Settele. Wenn ich da anhaken darf, 2020 ein sehr viel beachtetes Buch geschrieben, die Triple-Krise, Artensterben, Klimawandel, Pandemien. Was ist da genau darunter zu verstehen? Also Sie haben hier auch Corona als menschengemachte Zoonose bezeichnet, für die von uns, die nicht wissen, was das ist. Also das Buch, da geht es ja darum, diese verschiedenen Hauptkrisen und die Treiber da hinten eigentlich zu verstehen und die Kombination sich anzugucken. Wir haben angefangen, in diesem Weltbiodiversitätsrat, Weltartenschutzrat zu sehen, was eigentlich die Haupttreiber hinter den verschiedenen Phänomenen, die wir haben. Und da war ja Platz 1 die Landnutzung, global betrachtet als wichtigste Landnutzungsänderung, als wichtigster Faktor, gefolgt von direkter Ausbeutung und dann bereits vom Klimawandel, ist von der Wichtigkeit der letzten 50 Jahre gerechnet. Jetzt diese Faktoren sind ja alle solche, die beeinflusst sind durch die Art und Weise, wie wir wirtschaften, also praktisch Verhalten, Werte, Ökonomie etc. Und eines dieser Phänomene, die in dem Kontext hier eine Rolle spielen, ist eben das Problem des Ausbrechens von Pandemien, die ja erst am Anfang als kleine lokale Ereignisse, sage ich mal, in aller Regel, dann Epidemien werden, ein bisschen weiter sind, und Pandemie ist dann, wenn es global wird. Und der Hintergrund hiervon ist, dass es gute Beispiele dafür gibt, dass die Zerstörung von Artenvielfalt zu einer Dominanz von wenigen Arten führt natürlich dann, die dann eben Bestände übernehmen. Kennen wir das im Landwirtschaftsbereich genauso, Schädlinge sind das Ähnliches. Die Dominanz von Arten führt dazu, dass ich mehr Chancen habe, dass ein Virus sich innerhalb einer Art, einer Säugetierart meistens, dann sehr gut entwickeln kann und entsprechende Variabilitäten aufbaut, Mutanten hat. Wenn dann der Mensch stark in Kontakt kommt, ist die Chance hoch, dass er überspringt. Und das Überspringen ist ja die Zoonose von der Definition her, dass also diese Viren oder Krankheiten vom Tier auf den Menschen überspringen. Im Klimawandel wollen wir heute nicht so diskutieren, glaube ich, aber so als kurzer Anhaltspunkt, natürlich spielt es eine Rolle, wenn es darum geht, dass bestimmte Systeme nicht mehr so widerstandsfähig sind und auch die Vielfalt verlieren. Damit ist eigentlich der Link sehr vereinfacht jetzt dargestellt gegeben. Großer Brocken zu Beginn. Also wenn wir versuchen, das eben, dieses große Ganze jetzt aufzudröseln. Ich würde gern mit dem Herrn Bernkopf fortsetzen, wenn wir bei diesem Thema sind. Was sind die Baustellen? Woran krankt es? Was sind die Problembereiche? Was heißt Umweltschutz heute? Ich möchte nur zwei Punkte anführen. Ein Punkt, der sehr gut funktioniert, das ist die Energiewende. Hier sind die Menschen bereit, konkret etwas zu tun. Das ist momentan ein unglaublicher Boom, da bin ich sehr optimistisch. Das, wo wir zum Beispiel noch nicht zum Ziel gefunden haben, sind Themen aus dem Alltagsleben. Da funktioniert zwar die Mülltrennung sehr gut, aber zum Beispiel nicht das Thema der Lebensmittelverschwendung. Das ist nach wie vor ein Thema, das sind bei den Menschen nicht durchgedrungen. Es gibt die berühmte Zahl, das Brot, das täglich in Wien weggeworfen wird, genussfähiges Brot, das weggeworfen wird, damit kann man Graz einen Tag ernähren. Das sagt eigentlich alles, das ist eine enorme Energieverschwendung. Also wenn wir allein auf die produzierten Lebensmittel mehr achten würden, die schon produziert werden, weil ein enormer Energieaufwand dahinter steckt, hätten wir schon viel für den Klimaschutz getan. Ich selber bin aus der tagtäglichen politischen Arbeit optimistisch, gerade jetzt. Das Thema ökosoziale Steuerreform bin ich mir ganz sicher,
Auch aus der Situation des bundesdeutschen Wahlkampfes wird es ganz sicher ein Thema werden, auch von Deutschland ausgehend für ganz Europa. Was mich an Europa stört, ist eine provokante These jetzt. Ich könnte mich heute freuen, dass das Ziel der CO2-Reduktion um 55% erhöht und beschlossen worden ist. Nur ich erlebe es in der praktischen Umsetzung. Ich weiß, wovon ich spreche. Ziele alleine sind zu wenig. Mir wäre lieber gewesen, ein Maßnahmenpaket, wo man dieses Ziel auch erreicht. Wir haben einfach nicht mehr beliebig viel Zeit dafür. Und ich glaube, das ist der große Gamechanger, mit dem unsere Generation und die nächste Generation eben zu tun hat. Wir haben im Bereich der Artenvielfalt einen galoppierenden Artenverlust. Wir haben im Schnitt ungefähr 58.000 Arten, die wir pro Jahr verlieren, Tier- und Pflanzenarten. Und wir haben im Klimabereich eine Situation, die ich nicht mehr beschreiben muss, weil spätestens seit eben der genannten Bewegung Fridays for Future, Greta Thunberg, ist es, glaube ich, deutlich geworden, dass uns die Zeit komplett davonläuft. Und das Problem ist, dass jedes Jahr, das wir zuwarten, in beiden Bereichen, ist in Wahrheit ein Jahr zu viel. Und deswegen ist nicht mehr die Frage, um welches Thema es geht, die entscheidende Frage. Es ist noch nicht mal die Frage, welche Strategien die richtigen sind, sondern es ist die Zeitfrage. Und die Zeitfrage bedeutet aus meiner persönlichen Sicht, dass alles andere als transformatorisch zu agieren in der Situation, in der wir im Moment sind, tödlich ist. Wir haben das jetzt in der Corona-Krise gesehen. Die Corona-Krise hat uns gezeigt, zum Teil ist ein Tag warten, eine Woche warten in einer Krisensituation für viele Menschen bereits tödlich, weil wir eben mit exponentiellen Anstieg von Problemen zu tun haben. Und deswegen halte ich es für ganz entscheidend, dass wir darüber Einvernehmen erzielen. Ja, also wir sind einfach zu langsam in dem, was wir tun. Wir sind nicht entschlossen genug in dem, was wir tun. Und im Endeffekt ist es auch so, und da würde ich ganz gerne an den Herrn Bernkopf auch anschließen. Ich glaube auch im Energiebereich, da tut sich viel, aber es gibt einen Bereich, der wirklich massiv hängt und der ist wahrscheinlich sogar der entscheidende Bereich. Das ist der Bereich unserer Lebensweise. Wir dürfen einfach nicht vergessen, dass wir eine sogenannte imperiale Lebensweise leben. Also das heißt, wir leben auf Kosten des Planeten, wir leben auf Kosten des globalen Südens, wir leben auf Kosten der Natur weltweit, auf Kosten von Tier- und Pflanzenarten. Wir haben einen Verlust von 42.000 Fußballfelder jeden Tag. 42.000 Fußballfelder jeden Tag. Stellen Sie sich das einmal vor. Also das heißt, wir haben hier eine Situation, die ganz viel mit unserem Lebensstil eben auch zu tun hat. Und jetzt würde ich es persönlich für völlig falsch halten, wenn man praktisch anfängt, Appelle an den Einzelnen zu machen, ändere doch deinen Lebensstil, weil es ist für viele einfach nicht möglich, den Lebensstil so grundlegend zu ändern, um eben hier einen Ausweg zu finden aus dieser planetaren Belastung. Ja, viele Menschen haben das Geld einfach nicht. Es kann sich nicht jeder Bio-Lebensmittel leisten. Es kann nicht jeder umsteigen auf erneuerbare Energien. Es kann sich nicht einmal jeder von mir aus ein Elektroauto leisten. Das heißt, wir, und da meine ich jetzt wirklich bewusst Entscheidungsträger, Leute, die in der Politik sind, Leute, die in der Wissenschaft sind, wir haben die Aufgabe, die Lebensrealitäten der Menschen so zu verändern und so zu gestalten, dass ein anderes Leben möglich ist. Weil herzugehen und zu sagen, ändere dein ganzes Leben, ist zynisch bei vielen Leuten, die sich es einfach nicht leisten können. Ich möchte mich absolut beim Herrn Egid anschließen. Wir müssen schauen, dass wir diese Achse bilden. Politik, Wirtschaft, Zivilgesellschaft, wo ich die NGOs natürlich dazu rechne. Und man darf es nicht an den Einzelnen abschieben mit Appellen. Völlig richtig. Die Politik muss die Rahmenbedingungen setzen. Dafür gehört ein Dialog zwischen Politik und Wirtschaft aufgesetzt, weil die Wirtschaft natürlich viele Impulse geben kann und sagen, wo braucht sie Rahmenbedingungen? Wir tun das alles sozusagen letztendlich für die Menschen, weniger für die Natur. Und ich glaube, das müssen wir auch offen und ehrlich auch sagen und auch zugestehen, dass das eigentlich ein Menschenschutz ist, mehr als es ein Umwelt- und ein Naturschutz ist. Uns eine Zukunft hier auf diesem Planeten zu ermöglichen, der begrenzte Ressourcen hat, sowohl Lebensräume, die begrenzt sind, als auch Ressourcen, mit denen es versorgen kann. Herr Grant, Sie sehen in der Praxis und verfolgen das ja jetzt, glaube ich, auch schon seit Jahrzehnten, wenn ich Sie richtig verstanden habe, letzte Woche, seit Sie den Hof übernommen haben, was sich hier wirklich vor Ort entwickelt. Also als Bauer sind Sie wahrscheinlich am nächsten dran. Wenn man das, was die Monika Mörth vorher gesagt hat, uns geht es sehr stark um den Menschen, Ihnen geht es sehr stark um die Natur, weil das natürlich auch wiederum Ihre Basis ist. Wo sehen Sie die größten Baustellen? Ich schließe mich ein bisschen der Frau Mörth an. Also mir geht es eigentlich auch um den Menschen, weil ich
Und ich habe jetzt das sogar noch den Begriff Umweltschutz gegoogelt, auf Wikipedia dann nachgesehen. Und da steht was, das ich jetzt vorlesen kann. Umweltschutz bezeichnet die Gesamtheit aller Maßnahmen zum Schutz der Umwelt, um die Gesundheit des Menschen zu erhalten. Ja? Und es ist eigentlich irgendwo so ein bisschen auch meine Idee, zu sagen, der Luft ist eh wurscht, ob sie jetzt sauber ist oder nicht. Ja? Ob jetzt ein Meteorit einschlägt oder Vulkan ausbricht, ist der Luft eigentlich auch egal. Aber uns Menschen darf es nicht egal sein. Wenn wir müssen versuchen, die Zukunft der nächsten Generationen oder für die Zukunft der nächsten Generationen einen Planeten zu erhalten, der es wert ist, darauf zu leben. Ja. Dazu müssen wir natürlich einerseits Umweltschutz natürlich ganz wichtig auch betrachten, aber mir fehlt ein bisschen der systemische Ansatz. Ja. Also ich versuche so die eierlegende Wollmilchsau zu finden. Ja. Für mich persönlich jetzt natürlich als Landwirt in meinem Bereich, weiß wenig über Energie oder über Mobilität oder über andere Themen, aber die Landwirtschaft streift natürlich sehr viele Bereiche. Und wir versuchen bei uns auf dem Forschungsbauernhof Modelle aufzunehmen, gar nicht selber zu entwickeln, sondern einfach zu schauen, wo gibt es Best-Practice-Beispiele weltweit, was gefällt mir, was hat an systemischen Ansatz, und die versuchen wir dann bei uns am Betrieb zu etablieren, dann gemeinsam mit der Wissenschaft zu evaluieren und dann dementsprechend zu demonstrieren. Wir wollen alle Akteure sozusagen reinholen, um hier einen möglichst viele Perspektiven reinzubekommen und sagt, was ist dem jeweiligen Akteur wichtig in dem Zusammenhang? Ich denke, es ist klar geworden, dass es nicht um ein Entweder-Oder, Umweltschutz, Klimaschutz oder Artenschutz, sondern um ein Und geht. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Alles hängt zusammen, jeder Beitrag ist wichtig. Frage an Herrn Bernkopf: Wie kann die Politik davon überzeugt werden, dass es dringend ein Umdenken braucht und gesetzliche Instrumente, die es Menschen ermöglicht, nachhaltig zu leben? Momentan sehe ich noch sehr viel Widerstand, vor allem bei der ÖVP. Sehr konkret angesprochen. Nicht jeden Tag, wie kann man die Menschen vom richtigen Verhalten überzeugen? Ich bin selber nach wie vor der Meinung, dass es über Anreize funktionieren sollte, über Vorbildwirkung. Ich möchte dazu dann auch noch etwas sagen. Geht man davon aus, dass 99% Bio kaufen würden, der Bioanteil im Lebensmittelhandel beträgt je nach Dings zwischen 5% und 18%. Das reicht von Frischgemüse, wo er höher ist, bis zum Fleisch bei nur 3-4%. Also umgekehrt die Frage, kaufen Sie wirklich zu 100% Bio oder regional? Das ist für mich kein Entweder-Oder, das ist beides klug und richtig gemacht. Und hier klafft natürlich schon die Wirklichkeit vom Anspruchsdenken weit auseinander. Ich würde übrigens dem Herrn Bernkopf gerne widersprechen. Selbstverständlich ist es so, dass es nicht so sein kann, dass die Politik die Verantwortung auf den Einzelnen schieben darf, sondern es muss selbstverständlich der Einzelne die Verantwortung zur Politik schieben. Die Politiker sind ja dazu gewählt, Rahmenbedingungen so zu gestalten, dass der Einzelne Handlungsmöglichkeiten hat. Der Einzelne ist dann, wenn die Handlungsmöglichkeiten da sind, natürlich auch in der Verantwortung, die auch dementsprechend umzusetzen. Herr Zakostelski, das Thema nachhaltige Fonds war auch angesprochen. Und damit auch die Verantwortung der Wirtschaft. Und was ich gesehen habe, kommt morgen, glaube ich, eine neue weltweite Studie raus, wo 14.000 Mitarbeiter auch befragt wurden. Mitarbeiterinnen, die genau in die Richtung geht, auch was der Herr Bernkopf jetzt gerade gesagt hat, dass einfach offensichtlich auch durch Corona diese Awareness massiv gestiegen ist. Und da die Studie geht sogar so weit, dass, wobei man natürlich auch wieder aufpassen muss, Value-Action-Gap, also was sage ich und was tue ich dann wirklich, aber zumindest sagen 50%, sie würden niedrigere Löhne akzeptieren, wenn sie dafür in einem nachhaltigeren Unternehmen arbeiten. Also das zeigt schon, und gleichzeitig auch ein zweiter Output aus dieser Studie war schon auch, dass Menschen die Verantwortung schon sehr stark, ich weiß, es geht nicht um ein Ping-Pong, sondern miteinander, aber dass schon Menschen sehr stark Unternehmen in der Verantwortung sehen, für ihre Auswirkungen gerade zu stehen. Und das heißt ja auch CSR. Und gleichzeitig ist die Skepsis sehr groß, was Unternehmen betrifft und das, was sie auch wirklich tun, eben weil die Motive sehr stark mit der Ökonomie getrieben sind. Wir brauchen Kennzeichnungspflichten im Bereich Lebensmittel und dergleichen. Das Gleiche brauchen wir auch im Bereich der Finanzwirtschaft. Und da kommt tatsächlich im heurigen Jahr auch bereits zum Einsatz eine Taxonomie, sogenannte Taxonomieverordnung der Europäischen Union,
Das ist wirklich eine sehr strenge Kennzeichnungspflicht, weil, Stefan, du hast wirklich zu Recht angesprochen, in den letzten Jahren oder in den letzten 2, 3 Jahren, die Entwicklung ist ja noch nicht so lange, hat man gemerkt, das Interesse verschiedener Institutionen als Kunden, aber auch Privatpersonen, geht in die Richtung Nachhaltigkeit, vor allem durch den Klimawandel jetzt sehr stark bedingt. Also wirklich so, dass wir hier in unseren Unternehmen in der Landwirtschaft, in dieser Marktgärtnerei, wo wir Biogemüse produzieren für den regionalen Markt, hier lauter Universitätsabsolventen haben, die alle angestellt sind als Facharbeiter in der Landwirtschaft und die auf der Suche sind nach sinnstiftenden Arbeiten. Also die Studie, die Sie gesagt haben, dass Angestellte einen geringeren Lohn akzeptieren würden, wenn sie in einem nachhaltigen Unternehmen tätig sein könnten, das kann ich voll unterschreiben. Landwirtschaft ist angewandte Artenvielfalt im Prinzip. Das heißt, dass die Erkenntnis noch rauskommt, dass wir alle ganz stark davon abhängig sind. Wir ernähren uns von Artenvielfalt, wir ernähren uns von Ökosystemen, und dass wir ohne die nicht überleben können. Und ich denke, ein Wunsch wäre auch, dass wir bei Auftritten in der Presse, in der Öffentlichkeit noch mehr dafür sorgen, dass das Spektrum der Aspekte, die da wichtig sind, mit reinkommen. Bei aller Wichtigkeit von Klimawandel, das würde ich gar nicht in Abrede stellen. Und ich glaube, da hat auch die, soll man sagen, die Presseleute haben da viele Möglichkeiten, noch mehr zu erreichen. Meist wird nur Klima gemacht und dann ist Schluss, auch wenn die Leute mehr machen in ihren Statements. In der Öffentlichkeit ist meist nur Klima und dann ist Feierabend. Auch Greta Thunberg hat einen zweiten Satz an Ökosysteme. Das kriegt aber kein Schwein mehr mit, weil es nicht entsprechend berücksichtigt wird. Ich habe auch wieder sehr viel dazu gelernt. Ich hoffe, Sie alle auch im Publikum und in der Runde. Ich danke fürs Dabeisein, fürs Dabeibleiben. Ich wünsche allen alles Gute.